Mahlzeit, ihr Knüppelbrüder, Knochen wieder hier. Heute fahre ich mal wieder mit den Panzern. Oder mit einem Panzer T-34-85D5T. 85 steht wahrscheinlich für die Geschützgröße. Und das wären, ja, spin me round, round like a record, baby. Steht für die Geschützgröße, das wären 8,5 cm. Ist meine Hauptbewaffnung und das obligatorische 7,62er MG ist auch mit dabei. Wir haben es jetzt 25.96 Uhr, bedeutet sehr spät, relativ früh, wie auch immer. Also jetzt, wo eher ein paar Cracks unterwegs sind, ich hoffe, ich bleibe am Leben, solange es geht. Ich mag den Panzer, weil er wirklich eine sehr starke Bewaffnung hat, anders als das Vorgängermodell, also beziehungsweise der T-35 oder die anderen T-35 gesagt, das tut mir leid. Anders als die T-34 Modelle. So, die cappen schon. Und es ist auch jemand zu sehen. Ich will nicht in der auf der Spur hier bleiben. Gucken, ob ich mich hier rüber schleichen kann. Wäre eigentlich besser für mich. Dragon Rider. Diese Turks, die kenne ich auch. Ist auch schon so eher ein alter Clan. So, ich glaube, das irgendwie zieht es mich immer hierher. Ich weiß auch nicht wieso. Ja, ich sehe, dass da noch ein anderer ist. Das kann ich direkt hier hinter das Haus. Im Prinzip sind sie überall. Wenn ich Glück habe, ist gleich Artillerie frei. Und ach, guckt euch diese Scheiße an. Wenn sie natürlich jetzt von hinten kommen, dann sind wir alle geboomst. So. Ich schicke es hier hin. Genau hier hin, weil den Panzer hat gerade zerlegt. Ich muss gucken, weil die werden hier gleich von der Seite kommen. Da hat schon wieder einen zerlegt. Und auch ein bisschen vorfahren. Oh, scheiße, im KV1. Guckt euch das an. Es sind so viele hier. Es sind barbarisch viele, weil hier nur ein verdammter Cap-Punkt ist. Und da wird man höchstwahrscheinlich nicht lange am Leben bleiben. Oh, Jesus. Das ging mal voll daneben. Ich bin so ein kloppender Typ, ey. Mein Fehler, das ist die Aufregung. Und man darf auch nicht vergessen, es ist jetzt schon 28,7 kurz vor Viertel. Oh Gott, die werden so von der Seite kommen, so hart von der Seite. So, ich kann wieder schießen. Aber was ist hier? Ich sehe hier verdammt nochmal nichts. Da müssen noch welche stehen. Es ist natürlich so, dass auf der Minimap sieht das natürlich als komprimierter aus, als es in Wirklichkeit ist. Also da werden noch ein paar Meter dazwischen sein. Trotzdem will sich hier niemand abfacken lassen. Oh ja, die stehen richtig zwischen den verdammten Straßen. Wird überall gefightet wie blöde. Ich bin der Einzige, der wahrscheinlich noch gar nichts erreicht hat. Denn ich habe ja nur einmal geschossen und nichts getroffen. Darf sie auch nicht zu sehr ablenken lassen. Ich würde gerne dahin, wo er jetzt ist. Das Blöde ist, ich will ihn nicht blockieren. Fetten Mob hier so. Mal hin hier. Yeah. Okay, scheiß drauf, scheiß drauf. Das interessiert uns jetzt mal gar nicht. Ich muss ganz schnell meine Arti rausknallen hier. Baby. Ich weiß, dass er ein Befreundeter ist, aber hey, lieber so als anders, oder? Können wir uns den hier noch vornehmen? So, das KV1. Oh, ein KV1. Verfuckte Kacke. Und gleich noch einer. Oh, shit. Noch sehen sie mich nicht. Noch nicht. So, gleich auch nochmal hier ein bisschen was hinledern. Ich krieg seinen Motor kaputt. Woo! Das läuft gut. Oh, ich habe ihn gesehen. Tschüss, Kurva, hui. So, er muss reparieren. Er muss reparieren. Oh, Digga, komm mir nicht so.
Beweg deinen Arsch. Ich sehe den scheiß Achilles da. Tits. Also das ist wirklich ein heißes Gefecht. Ich hätte nicht gedacht, dass es hier nochmal ein bisschen heiß wird, aber es wird richtig heiß. Es glüht schon. Geh einfach ran da, Junge. Oh mein Gott, die sind überall. Ja, jetzt wird's shit. Jetzt wird's mal richtig shit. Oh, ich hoffe, ich schaff's noch, aber ich glaube nicht. Nein. Ja, was soll man dazu sagen? Weil natürlich klar, wenn man sich an so einer Stelle dafür bunkert, kommt man irgendwann nicht mehr raus. Ganz klar, was war das denn? Ich gehe einmal kurz in die Luft. Die sind doch alle besoffen hier. Immerhin 3 Kills, ist ein Panzer verloren. Ich schieße jetzt einfach alles ab, was mir entgegenfliegt hier. Am besten die B-24. Oh, die Focke lässt einfach dein Kumpel ins Stich, das ist ein Arsch. Einfach weiterschießen, weiterschießen, weiterschießen. Okay, und raus aus dem Kram hier. Die Jack hat mich abgeschossen. Ne, obwohl, das sah aber so aus, als hätte die Jack mich abgeschossen. Denn da stand ja irgendwie sowas. Verreckt doch einfach da oben. Gut, was interessiert mich das? Da geht hinüber. Kacken Bomben hier, ey. Komm schnell weg, ey. Ich will nicht schon wieder von so einer 1000 Kilo Bombe zerfetzt werden hier. Oh, was sehe ich denn da? Noch mehr Bomben. Ich werde behindert hier, echt. Das ist ja nicht normal. Wir haben so viel Bomben am Start hier. Das ist ja wirklich krank. Das ist ja nicht mehr normal hier. Das ist ja nicht mehr normal. Ey. Mama, ehrlich jetzt. Mama, das ist... krank ist das. Oh, 2. Ich werde bescheuert. Und natürlich voll in der Artillerie gelandet hier. Scheiße. Alle, wo hier überall Bomben landen, das ist doch sick, sick, sick. Boah! Alter Schwede, gut, eine Runde machen wir noch. Das ist ja nicht mehr normal, ey. Echt? Da kriegst du ja einen Kackstift in der Hose. Aber eigentlich cool. Ich meine, so eine dynamische Gefechte sind recht unterhaltsam und so. Ich frag mich, warum ich 6er bin. Verdammt, ich hab doch 4 weggeballert hier. 4 weggeballert? Das ist nicht mehr wert hier. Der hat nur 3 weggeballert. Was hat der denn gemacht, was ich nicht gemacht habe? Verstehe ich nicht. Versteht er, was ich... Also wahrscheinlich wurde der irgendwie 5 Minuten lang beschossen und dafür kriegt er einfach mods viele Punkte. Das ist natürlich irgendwie eine Dreistigkeit, finde ich auch. Also ich verstehe das nicht. Wir haben noch Kills gezählt, also Kombination Kills und was weiß ich nicht alles. Naja, ist auch scheißegal. Also noch eine Runde. Der gute alte Dschungel. Endlich bin ich mal wieder hier. Gut, ich bin oft hier, abgesehen davon. Wo ich überhaupt nicht, also wo ich wirklich selten bin, aber da bin ich ja nicht der Einzige, sondern 1000 andere Spieler auch, ist hier Karelien. Es ist immer so... Ich glaube, alle paar Monate denkt man sich so, nach 2 Monaten gibt es die Karelien-Karte noch. Und dann kommt man zufällig irgendwie mal rauf und dann 2 Monate oder 3 Monate wieder nicht mehr. Echt? Ich glaube, seit 1,55 oder so kommt man da schon gar nicht mehr rauf. Oder wirklich unheimlich selten. So, ich fahre jetzt hier hinten lang, einfach weil ich da versuchen will, ein paar vom Spawnpunkt wegzuballern. Bin ja nicht der Einzige, der so denkt, wir haben ja noch
Beispiel. Man sieht hier ein paar vor, ich habe ja noch ein paar vor mir hier. Hier hat auch ein T3485. Und ein Comet. Und was weiß ich nicht noch alles. Oh, das war schon der erste. Gib mal Vollgas. Erfinder, scheißegal. Hunter, okay. Das wird so nix. Verstecken. Damit wirklich nur einen Millimeter von seinem Gerät ein bisschen rüber gucken. Jetzt sieht ihn auch kein Schwein mehr, aber abgeschossen ist er auch nicht. Wurde ja nichts angezeigt. So, da oben stand ein Panzer, der ist jetzt weg. Bin mir sicher, dass der Panther noch da ist. Wo, wo? Ja, und der Panther ist noch da. Was willst du denn jetzt? Fahr doch einfach vor. Ja, Spaß, fahr weg, Mann. Du bist auch eine selten dämliche Sau, echt. Ziel unbeschädigt, ja, so läuft das nicht. Ich verschwende einfach mal meine Arti direkt auf den Typen. Okay, er ist weg. Oh shit, dann haben wir schon den nächsten. Der ist jetzt ein bisschen mad hier, merkt man auch schon. Mann, heul nicht rum. Jetzt habe ich es gesehen mit seinem What the fuck hier. So, ich glaube, der wird von da hinten kommen. Könnte ich mir jedenfalls gut vorstellen. Dann geben wir nochmal Arti frei. Oh, scheiße. Ich gehe tatsächlich kurz in die Luft. Eigentlich ist das wirklich eine scheiß Position hier. Upp. Was will er denn hier darstellen? Der Bomber. Ah, war gar kein Bomber, sondern Spitfire. Dachtest du, wa? Shit. Das Blöde ist, so ein Turnfight mit der Spitfire ist echt richtig scheiße. Kennen wir ja alle. Da musst du schon wissen, wie man Manöver fliegt. Und letzten Endes ist eine BF aber auch ziemlich wendig. Verrecke, verrecke, du Schwein. Verrecke! Oh, fuck with the Germans. Ja, leider nicht so wendig wie angenommen. Gut. Fuck. Fuck you. Fuckity fuck. Will mich auch nicht ficken lassen mit dem Typen hier. Okay, ich weiß, wo er ist. Die Frage ist, wie komme ich da jetzt hin? Ich kann ja nicht hinter diese Böschung da fahren. Ich könnte jetzt genau dorthin fahren, wo und noch ein Treffer. Er traut sich nicht weiter vorzufahren. Wenn er kritisch getroffen wäre, würde ich rüberfahren. Ich meine, ich könnte es trotzdem probieren, aber eigentlich will ich es nicht riskieren, ey, nur für einen lumpigen Kill da jetzt rüber zu fahren. Vor allem, der sieht mich so wie ich ihn, wahrscheinlich auch auf der Karte. Sind ja alle nicht doof. Und was zur Hölle macht der dort? Und man könnte ja irgendwo hier rüberkommen, oder? Man könnte hier rausfahren. Theoretisch ist er direkt in meinem Gesicht. Ich sehe dich.
Ja, was ist? Was ist los? Schon keinen Bock mehr oder was? Scheiß Mann. Die verkackte Panzersperre ist aber auch verdammt kacke. Alter, echt jetzt? Jetzt mal im Ernst. Da stellt sich doch die Frage, wie lange will man eigentlich diese Scheiße jetzt mitmachen? What? Scheiße, das war natürlich nicht so clever. Immer schön bewegen. Oh, jetzt wurde ich gepickt. Ich muss diesen M18 hier wegkriegen. Ich werde von hinten beschossen. Scheiß mich mal fett hier, echt. Was für ein kleiner Wichser. Drauf. So. Ich meine, wenn man bedenkt, dass er erst rausgekommen ist, als er mitbekommen hat, der hätte sich ja nie in den Kampf gewagt mit mir. Und das ist ja das, worüber ich mich eigentlich beschwere. Nicht, da, dass er jetzt da irgendwie hinten stand, wie ein Dummpfeifer irgendwie so, ne? Jetzt würden andere sagen, ah, Alter, hör auf, du warst doch nur mad. Natürlich bin ich mad, wenn da irgend so ein Spaddel da irgendwann mal rauskommt, ja, sich da 5 Jahre nicht traut. Und fuck! Alter, guck dir diese Scheiße an. Ist natürlich scheiße, wenn sie die ganze Zeit warten. Der nächste wird mich killen. Jo. Scheiß Spawnpunkt eigentlich. Aber ich werde trotzdem nochmal von ihm fahren. Ja, Spawncampen ist scheiße. Wir wissen es. Aber was willst du machen? Was willst du machen? Ich gehe mal jetzt ja mit dem KV-1S rein. Ich muss zusehen, dass ich mich sofort drehe. Die Frage ist natürlich, von wo werden sie jetzt kommen? Hm. Wieso habe ich... Ich wollte gar nicht schießen. Keine Ahnung. Dann wird man langsam verwirrt hier, ne? Ich wollte wirklich nicht schießen. Er ist natürlich jetzt blöd. Vor allem lief die Runde davor eigentlich so schön. Man muss halt wirklich zusehen, dass man diese Pisser irgendwie gebündelt kriegt. Und die gar keine Möglichkeit haben, einen zu ficken. Ich will mich jetzt auch nicht seitlich drehen, ehrlich gesagt. Wenn ich Pech habe. Ich sehe diese scheiß Bombe nicht. Das gibt's doch gar nicht. Jetzt fliegt hier noch eine. Oh shit. Ich kann nicht schießen. Ich kann nicht schießen. Boah, ist das fuck. Ey, Spawncamper sind die letzten Pissnasen. Gut, schießt mich ab, ihr kleinen Kiddies. Ich sag schon mal danke fürs Zuschauen. Viel Spaß noch beim Zocken. Komm her, du Vogel. Ah, Mann. Naja, bis denn dann, ne? Ciao, ciao. Haut rein. Viel Spaß noch beim Zocken. Abonnieren. Alles klar.